Sankt Petersburg im 19. Jahrhundert. In der feinen Gesellschaft der russischen Hauptstadt wird mit Vorliebe Deutsch gesprochen. Deutsche Sitten und deutsche Kultur gelten als vornehm und allem Russischen weit überlegen. Das Zarenhaus selbst ist eine Ansammlung deutscher Prinzessinnen und Höflinge. Sie ziehen zweifelhafte Landsleute an. Völlig verarmt und oft heruntergekommen, treffen deklassierte Adlige, deutsche Militärs und Abenteurer in Petersburg ein. Nach kurzer Zeit herausgeputzt und mit Pferd, Wagen und Dienerschaft ausgestattet, machen sie ihren Einfluss bei Hofe geltend. Der in Petersburg heimisch gewordene Adlige von Brockdorff verbreitet, Russen seien ausnahmslos falsch und daher Betrüger, die deutschen Berater aber geschaffen, das bäuerliche Gastvolk an die Kandare zu nehmen. Bei dem für alles Deutsche dankbaren Zaren Peter III. Findet diese Haltung Beifall. Die bevorzugte Stellung der Deutschen in Militär und Verwaltung verbittert das einfache Volk. Altgläubige Popen nutzen die verletzten Nationalgefühle für antiwestliche Vorurteile. Abseits der Hofintrigen gehen deutsche Gelehrte, Handwerker und Künstler ihrer fruchtbaren Arbeit nach. Und 2000 Kilometer südlich der Hauptstadt zieht es Deutsche einer ganz anderen Herkunft ins Land. Es sind Bauern, die erst an der Wolga, dann im Schwarzmeergebiet und bis hin zur Mongolei eine neue Heimat suchen. Hier finden sie, was ihnen die deutschen Fürsten verweigern: religiöse Selbstbestimmung und ein Dasein ohne Leibeigenschaft. Schon im 18. Jahrhundert gaben deutsche Kolonisten ihrem Siedlungsziel einen hoffnungsvollen Namen: die russische Freiheit. Aber auch die gläubigen deutschen Bauern geraten schnell in Gegensatz zur slawischen Bevölkerung. Von Steuerabgaben und Militärdienst sind sie befreit und keiner adligen Knute unterworfen. Mit mehr Motivation als die versklavten Russen versehen, gelten die Deutschen bald als reiche Kolonisten im Dienste der Zaren. Gegen die deutsche Vorrangstellung richten sich heftige Angriffe, die der Moskauer Schriftsteller Alexander Herzen empört formuliert. Herzen weiß, wovon er spricht. Alexander wurde in deutsch-russischen Kreisen erzogen. Angewidert schreibt Herzen 1860: Unter Peter dem I. hat die deutsche Dressur begonnen. Auf dem Throne waren Deutsche um den Thron herum. Deutsche die Truppenführer. Deutsche die Minister für auswärtige Angelegenheiten, Deutsche die Bäcker, Deutsche die Apotheker. Deutsche Frauen nahmen fast ausnahmslos den Platz der Kaiserinnen und Hebammen ein. Sie verachten alles Russische zutiefst. Ihre zur Schau gestellte Überlegenheit vergeht den deutschen Höflingen auch dann nicht, als Russland zur europäischen Großmacht wächst und sich mit preußischen Truppen gegen Napoleon verbrüdert. Dem deutsch-russischen Zweckbündnis fällt das Königreich Polen zum Opfer. Der polnische Staat wird zwischen Zarenreich und Preußen aufgeteilt. Wie im gesamten Feudaleuropa sichern private Beziehungen der Fürstenhäuser die Herrschaftsansprüche ab. Unter Deutschen und Russen werden diese Beziehungen immer enger. Auch Zar Nikolaus II. Heiratet eine Deutsche, die Prinzessin von Hessen-Darmstadt. Zogen im 19. Jahrhundert noch mehr deutsche Siedler
und die russischen Herrscher suchten noch engere Beziehungen mit den deutschen Fürstenhäusern. Hier in Darmstadt ließ Zar Nikolaus II. Sich selbst und seiner deutschen Verwandtschaft sogar eine Privatkapelle bauen. Was waren das für Beziehungen zwischen den Russen und den Deutschen am Ende des 19. Jahrhunderts? Die Beziehungen zwischen Russen und Deutschen waren am Ende des 19. Jahrhunderts intensiv und vielfältig. Intensiv, weil sich die Zahl der Deutschen, die in Russland ihr Brot verdienten, vervielfacht hatte. Bei Ausgang des 19. Jahrhunderts lebten etwa 2 Millionen Deutsche im Russischen Reich. Vielfältig, weil sich diese Beziehungen auf alle Ebenen des sozialen Lebens erstreckten. Es gab Deutsche am russischen Hof, allen voran die jeweilige Zarin, die in der Regel eine Tochter aus einem deutschen Fürstenhause war. Die letzte Zarin, Alexandra, war eine Tochter des Hauses Hessen-Darmstadt. Drei andere Hessen-Darmstädte-Herzoginnen waren vor ihr Zarinnen in Russland geworden. Das Unglück wollte es, dass alle vier Männer dieser Damen aus Hessen-Darmstadt eines unnatürlichen Todes starben, was bezeugt, dass im Bewusstsein des russischen Adels und des russischen Volkes die Verehelichung mit Ausländerinnen zu einer Entfremdung des Zaren von seiner Nation führte. Auf der Ebene unterhalb des Hoflebens sind etwa die Minister, die Gouverneure, die zahlreichen hohen Staatsbeamten, nicht zuletzt die Militärs in Heer und Marine zu erwähnen, die sehr häufig deutscher Herkunft waren. Auf der Ebene darunter findet sich das große Heer des deutschen Bürgertums in den Städten, der deutschen Intelligenz, die nicht selten politische Funktionen hatte, etwa auf der Börse beschäftigt war oder die Zeitschriften herausbrachten. Und die nächstuntere Ebene wäre die der deutschen Handwerker und Bauern, die nach wie vor in den sogenannten Kolonialgebieten, das heißt in den deutschen Siedlungsgebieten, lebten. Sie machten bei Ende des 19. Jahrhunderts allein 1,7 Millionen Menschen aus. Nicht zu vergessen ist doch eine deutsche Unterklasse, die sich in Form eines Proletariats am Rande der russischen Großstädte, etwa am Rande von Petersburg und Moskau, angesammelt hatte, die aber häufig mit Hilfe deutscher Institutionen, sobald sie unter die Armutsgrenze fielen, wieder nach Deutschland zurückgeholt wurden. Wie verhielten sich diese deutschstämmigen Gruppierungen in ihrem jeweiligen russischen Umfeld? Die Reaktionen waren sehr unterschiedlich. Während die russischen Herrscherinnen deutscher Herkunft Orthodoxie annehmen mussten und zumindest ein Lippenbekenntnis zugunsten des russischen Volkes, seiner Religion und seiner Sitten ablegen mussten, während die deutsche Intelligenz in den Städten sehr oft zu einer sogenannten Russifizierung, das heißt zu einer Assimilation an die russische Kultur neigte, haben sich die deutschen Bauern und Handwerker in der Regel wenig an die russische Nation angeschlossen. Sie lebten in einem sprichwörtlichen Beharrungswillen und blieben der deutschen Kirche, der deutschen Sprache und der deutschen Kultur sehr stark verbunden. Mischehen zwischen deutschen Bauern und Russen hätte es so gut wie nicht gegeben. Wie reagierte denn die russische Öffentlichkeit auf den zunehmenden deutschen Wirtschaftseinfluss im Russland des ausgehenden 19. Jahrhunderts? Bei Ende des 19. Jahrhunderts war die deutsche Präsenz im russischen Bankwesen, in der russischen Großindustrie und im russischen Wirtschaftsleben generell sehr stark. Nicht zu vergessen sind selbstverständlich auch englische, belgische, französische und andere Unternehmer, die sich dort angesiedelt hatten. Die deutsche Präsenz dominierte und dies führte dazu, dass sich bei Ende des 19. Jahrhunderts ein Bedrohungsgefühl in der russischen Bevölkerung breit gemacht hatte. Man sprach von der deutschen Übermacht, von dem geheimen deutschen Kapital, was letztlich die Geschicke Russlands regiert. Und fürchtete insgeheim, dass Deutschland zu einer generellen Beherrschung, zu einem Joch über Russland bereit wäre. Die Vereinigten Maschinen- und Schiffsbauwerke von St. Petersburg gehörten ebenso deutschen Kapitaleignern wie das Moskauer Farbwerk. Mit der Industrieproduktion wuchs das Massenelend. Die ersten sozialdemokratischen Organisationen entstanden. Für ihre Rechte kämpften sie mit dem Mittel des Streiks. Von den zaristischen Herrschern wurden sie grausam unterdrückt. In unzähligen Hungeraufständen und während der revolutionären Kämpfe des Jahres 1905 fielen auch deutschstämmige Untertanen den Massakern zum Opfer.
Zu ihnen gehörte der Parteifreund Lenins, Nikolai Ernestowitsch Baumann, der sich schon 10 Jahre zuvor dem sozialdemokratischen Untergrund angeschlossen hatte. Einer der Hauptorganisatoren der revolutionären Iskra-Gruppe wurde Baumann im Alter von 32 Jahren während eines Straßenkampfes in Moskau erschossen. Auf den Moskauer Straßen schlug sich auch der 22-jährige Deutschrusse Pawlowitsch Schmidt. Als reicher Erbe einer Möbelfabrik hatte er Geld und organisatorische Fähigkeiten in den bewaffneten Kampf auf Seiten der russischen Arbeiter gesteckt. In ganz Russland waren über 2000 Tote und 10.000 Verwundete zu beklagen. Die Freiheitsbewegung griff auf das Militär über. Am 15. November 1905 rebellieren die Matrosen des Panzerkreuzers Atschakow. Zum Anführer der Meuterei bestimmen sie einen bereits in ganz Russland bekannten Sozialdemokraten, Leutnant Schmidt. Schmidt, dem sich auch die Kreuzer Dniester und Potjomkin unterstellen, schickt ein Telegramm an den Zaren. Als Antwort kommt Gewalt. Die Otschakow wird beschossen. Leutnant Schmidt vor ein Militärgericht gestellt. Ohne zu seiner Verteidigung Zeugen anrufen zu dürfen, stirbt der zum Volkshelden gewordene Deutschrusse Schmidt im Feuer eines zaristischen Erschießungskommandos. In Russland regierten Willkür und Gewalt. Gnadenlos wüteten die Mitglieder der Familie Treppow gegen russische Arbeiter. Eigenhändig hatte General von Treppow bereits in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts Gefangene misshandelt. Sein Sohn kommandierte die Moskauer Schüsse auf Baumann. Am Petersburger Blutsonntag im Januar 1905 bereitete Treppow das Gemetzel unter 140.000 Arbeitern mit den Worten vor: Patronen werden reichlich verteilt. Treppows Bruder, der Vize-Innenminister und zeitweilige Vorsitzende des russischen Ministerrats, war einer der bestgehassten Politiker. Als Palastkommandant flüsterte er dem Zaren ein, es müsse der Notstand ausgerufen und das Parlament aufgelöst werden. Unter maßgeblichem deutschen Einfluss trieb die Zarenherrschaft der Revolution entgegen. Familien wie die Treppows festigten im Russland des Ersten Weltkriegs und der Oktoberrevolution das populäre Urteil: An den Händen vieler Deutschrussen klebt Blut. Ein Schuss des Panzerkreuzers Aurora gab im Oktober 1917 das Signal zum Sturm auf den Winterpalast. Der revolutionäre Umsturz nahm die Gestalt einer neuen Staatsmacht an. Begann damit auch ein neues Kapitel in den deutsch-russischen Beziehungen? Ja, das kann man zweifellos sagen. Denn dieser Erste Weltkrieg hat die Revolution hervorgebracht. Und zwar nicht nur in Russland, sondern auch in Deutschland. Die Monarchien sind damals zu Bruch gegangen. Im März 1917 in Russland, im November 1918 dann in Deutschland. Aus dem Wilhelminischen Reich wurde die Weimarer Republik und Lenin kam in Russland an die Macht. Im Übrigen hat es auch Österreich-Ungarn, die andere deutsche Monarchie, nicht mehr gegeben nach diesem Krieg, sodass man sagen kann, das ist doch eine Epochenwende gewesen. Was waren denn die Gründe, dass Deutsche und Russen in diesen großen Konflikt, in diesen großen Krieg hineingerieten? Nun, das deutsch-russische Verhältnis ist vor allem von gesellschaftlichen und von wirtschaftlichen Interessen bestimmt gewesen. Von den Interessen der Landwirtschaft, den Interessen der Industrie, der Großbanken und so fort. Die deutsche Industrie hat den russischen Eisenbahnbau finanziert, die russische Industriepolitik finanziert. Und diese ökonomische Abhängigkeit hat in Russland böses Blut gemacht. Die russischen Nationalisten sprachen von der deutschen Gefahr, vom deutschen Drang nach Osten.
ja sogar von der Möglichkeit, dass Russland zu einer Ausbeutungskolonie Deutschlands werden könnte. Was wurde denn auf deutscher Seite getan, um diesen Konflikt immer weiter anzuheizen und ihn in einen Krieg hineinzutreiben? Ja, auch in Deutschland ist die Russenfeindschaft groß gewesen. Die Rittergutsbesitzer in Ostelbien klagten über die russischen Getreideimporte und forderten Schutzzölle. Die deutschen Industrieexporteure klagten über die hohen russischen Einfuhrzölle. Und der preußisch-deutsche Generalstab gab sich mit dem Gedanken ab, ob es nicht angebracht sei, die russische Militärmacht durch einen Präventivkrieg matt zu setzen. Das hört sich so an, als wäre dieser Krieg unvermeidbar gewesen. Hätte es denn nicht doch Möglichkeiten gegeben, ihn zu stoppen? Ja, vor 1914 haben viele Leute die Meinung vertreten, dass ein Krieg oder wie man damals sagte, ein Entscheidungskampf zwischen Slawen und Germanen ganz unvermeidlich sei. Und diese zweifelhafte und gefährliche Ansicht, die hat die machtpolitischen Gegensätze aufgeheizt in der Zeit vor 1914. Und in solchen Gegensätzen war kein Mangel. Als Österreich mit Serbien dann aneinander geriet, war man in Berlin entschlossen, den Krieg gegen Russland zu wagen. Und das Kriegsziel war jetzt, dieses Vielvölkerreich Russland in seine nationalen Bestandteile zu zerlegen. Und als Lenin 1917 hier in Petrograd ans Ruder kam, da schienen die Deutschen diesem Ziel sehr nahe zu sein. Denn Lenin war der einzige unter den russischen Revolutionsführern, die bereit waren, mit den Deutschen in Brest-Litowsk einen Friedensvertrag abzuschließen und dafür die Aufteilung Russlands in Kauf zu nehmen. Polen, Litauen und Kurland hatten sich die deutschen Heerführer schon einverleibt. Nun forderten sie Finnland, Estland, die Ukraine. Einmal auf dem Vormarsch war ihnen auch das zu wenig. Von Finnland drangen sie nach Karelien vor, vom Baltikum nach Weißrussland, von der Ukraine auf die Krim, ins Kubangebiet, an den Don. Beim Oberkommando Ost des deutschen Heeres in Brest-Litowsk nannte man es Kampf für das Selbstbestimmungsrecht der von Russland unterdrückten Völker. Der deutsche Unterstaatssekretär im Auswärtigen Amt notierte 1918 vertraulich: Das russische Verkehrswesen, die Industrie und die ganze Volkswirtschaft müssen in unsere Hände kommen. Es muss gelingen, den Osten für uns auszubeuten. Das russische Reich verlor fast ein Drittel seiner Bevölkerung, zwei Drittel seiner Kohlegewinnung und Schwerindustrie, 6 Milliarden Goldrubel Kriegsentschädigung. An Deutschland. In Brest-Litowsk, im deutschen Hauptquartier des Oberkommandos Ost, feierten die preußischen Militärs einen Sieg, der nur kurz anhielt. Wenige Monate später mussten sie selbst kapitulieren. Aber nachhaltiger als ihr brutaler Sieg war die Erniedrigung, die sie dem Nachbarn im Osten zufügten. Die nationalistischen Kriegsziele brachen zusammen und mit ihnen die Eliten des alten Europa. Auf der Flucht vor den Folgen ihrer Politik zogen russische Adlige nach Westen. Mit ihnen kamen Maler, Literaten, Regisseure. Furcht und Unsicherheit angesichts der Oktoberrevolution mündeten in eine nie dagewesene Kulturbegegnung. Der deutsche Walter Ruttmann entwarf die Symphonie einer Großstadt, ein Filmklangbild Berlins. Seine sowjetischen Kollegen Pudowkin und Wertow spendeten Beifall, auch in Berlin. In der deutschen Hauptstadt lebten 300.000 Russen. 70.000 waren schon 1919 gekommen. Zum Beispiel dieser Mann, der jetzt in einer armseligen Notunterkunft hauste. Das ist der ehemalige Hofhistoriker des letzten Zaren. Noch standesgemäß in alter Uniform, der zaristische Oberst und Deutschrusse von Viren. Er malt in Berlin im Kreis seiner Familie Teeschälchen an. Als russischer Emigrant
musste man überleben. Der Mittagstisch für russische Flüchtlingskinder verspricht im Mai 1924 erstens Kohlsuppe, zweitens Kompott. Und das Abendbrot ist auch nicht viel besser. Kakao mit Semmel. Man richtete sich ein, man suchte Ersatz für die ehemaligen Gewohnheiten. Sekt und Kaviar gab es im Delikatessengeschäft Aga zu kaufen, freilich nur für die besseren Herren. Mit ihren Familien waren sie auch im Restaurant Olivia zu finden, im Café Ruscho. In 6 russischen Banken, 87 russischen Verlagen, in 3 Tageszeitungen und 20 russischen Buchläden. Ein Roman aus dieser Zeit sah schon das gesamte alte Petersburg am Wittenbergplatz versammelt. Und Charlottenburg, der dazugehörige Stadtteil, hieß scherzhaft Charlottengrad. Aber unter den Russen in Berlin waren auch andere, Nachdenkliche, die die neue Zeit zu verstehen suchten. Maxim Gorki schrieb in Berlin: In Russland herrscht eine entsetzliche Hungersnot, die Zehntausende von Menschen hinwirkt und der noch Millionen zum Opfer fallen werden. Diese Katastrophe erweckt Mitleid sogar in Menschen, die Russland feindlich gegenüberstehen. Nachdenklichkeit, Mitgefühl und der Wunsch, beim Aufbau der Sowjetunion mit den neu gewonnenen westlichen Freunden zu helfen, bestimmten nicht nur Gorkis deutsche Emigrationszeit. Der Schriftsteller Ilja Ehrenburg saß mit L. Lissitzky zusammen, dem avantgardistischen Maler, Architekten und Fotografen. Sergei Eisenstein, durch seinen Film über Leutnant Schmidts Revolte auf dem Panzerkreuzer Potjomkin gerade weltberühmt geworden und auf Durchreise in Berlin, erörterte Notenentwürfe mit dem engagierten Komponisten Edmund Meisel. Die Dichterin Marina Svetajeva stieß in Berlin auf Boris Pasternaks Gedichte und gewann einen Freund, der sich in der deutschen Hauptstadt neu orientiert und sein Schaffen von vorn beginnt. Man könnte meinen, in Berlin der 20er Jahre habe sich das traditionelle deutsch-russische Kulturverhältnis umgekehrt. Alexander Herzens böse Feststellung über die Russen, die an jedem Mund kleben, wenn er nur Deutsch spricht, schien jetzt eher auf die Deutschen zuzutreffen, sobald sie Russisch hörten. Was war dieses neue deutsch-russische Verhältnis nach Ende des Ersten Weltkrieges? Berlin besaß zu Beginn der 20er Jahre, das heißt nach dem Ende der russischen Revolution und des russischen Bürgerkriegs, eine sehr große russische Auslandskolonie. Von den insgesamt etwa 2 bis 3 Millionen Russen, die im Vollzuge dieser Zeit ins westliche und östliche Ausland emigriert waren, befanden sich etwa 230.000 bis 250.000 Russen allein in Berlin. Dies war ein großer Teil der akademischen und künstlerischen Elite, während die politische Elite Russlands nach Paris in die Länder der ehemaligen Verbündeten abgewandert war. Die Beziehungen zu den Deutschen waren aktiv, das heißt, es bestand eine gegenseitige kulturelle Befruchtung. Insgesamt aber muss man festhalten, dass die russische Emigrantengesellschaft in Berlin in sich abgeschlossen blieb, eigentlich auf die Möglichkeit wartet, nach Russland zurückzugehen. Dies hinderte sie nicht an einer außerordentlich kreativen Lebensweise. In der Zeit von 1918 bis 1928 haben allein in Berlin etwa 188 russische Verlage und andere Presseinstitutionen bestanden. Nun gab es sicherlich unter diesen Emigranten viele Gegner der sowjetischen Revolution, aber es gab auch Sympathisanten. Waren denn da die deutschen Behörden nicht sehr hellhörig? Haben sich zum Beispiel die deutschen Reichswehrgenerale diese revolutionären Umtriebigkeiten in der deutschen Hauptstadt bieten lassen? Die Einstellung der traditionellen deutschen Militärführung gegenüber Russland war sehr kompliziert. Auf der einen Seite hatte es ja Ludendorff im Vollzuge seiner destruktiven Russlandpolitik im Ersten Weltkrieg fertiggebracht, Lenin und sein revolutionäres Team in Russland einzuschleusen und damit die Revolutionierung des Zarenreiches voranzutreiben. Auch der Frieden von Brest-Litowsk im Frühjahr 1918 hatte die Position Deutschlands in der Welt erheblich gefestigt, indem es Russland einen Diktatfrieden auferlegte.
Und schließlich hat 1922 der Vertrag von Rapallo ein deutsch-russisches Exklusivverhältnis geschaffen, was für Deutschland viele Vorteile hatte. War die deutsche Reichsleitung Russland gegenüber, also außenpolitisch, zu Dank verpflichtet, so wollte es in keiner Weise eine innenpolitische Einflussnahme. Die Rätebewegung etwa wurde als eine illegale russische Einmischung in Deutschland verstanden und als solche niedergemacht. Trotzdem gab es ja wohl tatsächliche Kontakte zwischen einzelnen russischen Revolutionären, die sich in Berlin aufhielten, und der deutschen Generalität. Wie kam das zustande? Es gab Kontakte beispielsweise mit dem Gesprächspartner der deutschen Militärs und der deutschen Wirtschaftler, Karl Radek, der in Berlin ja zeitweilig in Haft saß. Diese Gespräche gingen auf die spezifische deutsche Interessenlage zurück und führten in letzter Konsequenz zu der Kooperation zwischen Reichswehr und Roter Armee, die hinter dem Rücken der westlichen, der Westmächte durchgeführt wurde und unter dem Siegel strengsten Stillschweigens. Ist diese Zusammenarbeit zwischen Reichswehr und Roter Armee jemals öffentlich geworden? Diese Zusammenarbeit wurde streng geheim gehalten, was Karl von Ossietzky in seiner Weltbühne schließlich sprengte, indem er im Jahre 1929 die Einzelheiten über diese Kooperation zwischen den beiden Heeren veröffentlichte und zu dem bekannten internationalen Eklat beitrug.